meine Lieben. Mit kleiner Verspätung sind wir aber jetzt da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Mittwochnacht, wir sind offen und die Sendung ist frei. Eine freie Themennacht für all eure Themen. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, völlig wurscht über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist der Christian. Hallo Christian. Ja, hallo. 19 Jahre, stimmt das? Genau. Ja. Ja, schön, dass du da bist. Und ja. Um was geht's? Ja, und zwar heute ist was ganz Schreckliches passiert. Bei mir hat's gebrannt. Mhm. Beziehungsweise in dem Haus, wo ich mit meinen Eltern wohne. Ja. Und also ich habe das zu verschulden. Du hast das zu verschulden? Ja. Erzähl mal, was. Wie ist der Brand entstanden? Ja, also ich war im Wohnzimmer, ich habe ein paar Kerzen angemacht, Musik, also wollte ein bisschen entspannen. Mhm. Du warst alleine? Ich war alleine, meine Eltern waren weg auf dem Geburtstag. Mhm. Naja, und dann bin ich irgendwann runter an mein Zimmer. Mhm. Naja, und dann habe ich die Kerzen vergessen. Also das Wohnzimmer ist oben und dein Zimmer ist weiter unten? Ja. In dem Haus. Wohnt ihr allein in dem Haus oder ist das ein Mehrfamilienhaus? Das ist ein Einfamilienhaus. Ein Einfamilienhaus. Mhm. Ja. Du hast vergessen, die Kerzen oben auszumachen. Genau. Und dann? Ja, das nächste, was dann passiert ist, ist, dass ich wach geworden bin, überall gefallen war und meine Nachbarin bei uns im Haus stand. Also du bist ins Bett gegangen oder bist du einfach? Ich bin einfach eingeschlafen. Du bist eingeschlafen. Ich lag im Bett und bin eingeschlafen. Ja. Naja, und ja, und dann war meine Nachbarin drin, hat rumgeschrien. Ich war zuerst völlig neben der Spur. Ich habe überhaupt nichts mehr geblickt. Überall war Rauch. Ja, wie war die ins Haus gekommen? Die ist durch die Hintertür. Also ich wohne auf dem Dorf. Achso, da kennt man, wo die Türen so offen sind. Da weiß man das. Da, die geht ein und aus. Die klingelt auch nicht. Die kommt durch die Hintertür rein. Naja, und sie war völlig aufgelöst, hat die ganze Zeit rumgeschrien. Und dann hat sie mich gepackt und wir sind raus. Und dann kam auch schon die Feuerwehr. Und dann kam schon die Feuerwehr. Das heißt, irgendjemand hat die alarmiert oder hatte ja, die Nachbarin das gemacht? War das. Ja. Ja. Dann seid ihr rausgerannt vor das Haus. Deine Eltern waren immer noch nicht zu Hause. Die waren immer noch nicht zu Hause, nein. Und konntest du denn von außen dann offene Flammen sehen? Ja, eine Menge sogar. Eine Menge sogar. Eine Menge sogar, ja. Und die kamen aus dem Wohnbereich deiner Eltern? Ja, ja, also die kamen richtig aus dem Wohnzimmer raus, durchs Dach durch. Ja, erzähl mal, wie es dann weiterging. Dann hat die Feuerwehr gelöscht? Ja, dann fingen sie an zu löschen. Naja, und ja, ich stand da und ich dachte, also ich träume, also es war so, das kann ich nicht beschreiben, wie das war. Mhm. Also es war absolut furchtbar. Wie lange hat das gedauert, bis der Brand gelöscht war? Oh, das hat gedauert. Keine Ahnung, halbe Stunde oder so. Mhm. Wo bist du denn jetzt im Moment? Bist du in eurem Haus? Nee. Ja, das wollte ich gleich noch erzählen. Ich bin jetzt beim Freund, also. Ja. Naja, und dann kam noch ein Notarzt und ja, dann kamen auch meine Eltern. Ach, die kamen dann zufällig an, als es gerade. Nee, die kamen nicht zufällig. Ich gehe stark davon aus, dass meine Nachbarin die angerufen hat. Ah ja. Waren die denn in einem anderen Dorf oder in eurem Dorf unterwegs? Genau, die waren ein Dorf weiter. Ein Dorf weiter. Bei den besten Freunden von meinen Eltern. Und wie haben deine Eltern reagiert? Ja, die kamen, haben mich erstmal angeguckt und dann kam meine Mutter zu mir, mein Vater ist dann direkt zum Haus gerannt. Ja, meine Mutter kam zu mir, hat mich angeguckt. Ich muss dazu noch was erzählen, dann wird das alles ein bisschen einleuchtender. Ich habe, als ich in meinem Zimmer war, habe ich verbotenerweise Cannabis konsumiert. Mhm. Und ich war halt auch nicht so ganz nüchtern, als es passiert ist. Mhm. Und sie hat das dann gesehen. Hat sie gesehen? Dass du nicht so ganz nüchtern bist? Ja, sie hat gesehen, dass ich rote Augen hatte. Ja. Mhm. Und ich habe dann auch gesehen, dass sie dass langsam die Klappe runterging und sie so langsam realisiert, was alles passiert. Mhm. Naja, und dann kam, sie hat mich erstmal in den Arm genommen und hat nichts gesagt. Sie hat die ganze Zeit nichts gesagt. Und dann kam mein Vater zurück und hat mich angeguckt und hat gefragt, was ist passiert, ne? Mhm. Und dann hat er gesehen in meinen Augen und er meinte, okay, du hast unter Drogen das Haus abgefackelt. Boah. Und ich konnte gar nichts sagen. Mhm. Und dann hat er gesagt, bevor ich mich vergesse, geh weg, ich will dich nicht mehr sehen, verschwinde. Mhm. Hau
ab. Ja. Ja, und dann... Du bist abgehauen. Ich stand dann da und ja, dann wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil er wirklich richtig ausgerastet ist. Ja. Und ich bin dann weg, ich bin dann zu meinem Freund, also zum Freund. Ja. Ja, und da bin ich jetzt. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Du hast jetzt nicht mehr mit deinen Eltern geredet? Nee. Nee. Wissen die denn, wo du bist? Ja, das können sie sich wahrscheinlich denken. Das können sie sich denken. Du ja. Weißt aber auch gar nicht, wo deine Eltern sind. Nee, ich weiß überhaupt nicht. Die können... Ich mach mich auch total krank. Können die denn in dem Haus sein? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Nee, also es würde wohl gehen, weil nicht alles abgebrannt ist. Also so wie ich das mitgekriegt habe, das Wohnzimmer ist komplett, die Küche weg. Mhm. Und das Gästezimmer zum Teil. Wie groß ist denn das Haus? Wie viel Quadratmeter oder wie viel Zimmer? Wie viel Zimmer ungefähr? Zwei Wohnzimmer, die Küche, das Gästezimmer. Ja, also so ein etwas normaleres Einfamilienhaus, ein bisschen größeres Einfamilienhaus. Ja, schon ein bisschen größer, ja. Ja. Hm. Ein neues Haus oder ein altes? Ein sehr altes. Ein ganz altes. Ein ganz altes. Deswegen hat das auch alles gebrannt wie Zunder. Wie hat denn dein Freund jetzt reagiert, als du da angekommen bist und die Familie deines Freundes? Na, er hat zuerst gedacht, ich verarsche ihn, aber er meinte, er hat es dann relativ schnell geblickt, weil er halt auch die Sirenen und so gehört hat. Mhm. Und er wusste auch nicht viel, was er dazu sagen sollte. Ja. Er meinte nur, Hauptsache dir ist nichts passiert und ja. Ja. Hattest du denn in dem Wohnzimmer oben auch schon gekifft? Nee. Nee. Das habe ich extra nicht gemacht, damit meine Eltern das nicht riechen. Und hast du eine Erklärung? Ich meine, wenn man nur durch eine Kerze, die man anlässt, ja, das kann natürlich alles passieren, aber meistens stehen die ja in so Kerzenhalter und dann brennen die runter und dann ist es gut. Was hast du für eine Erklärung, was da passiert ist? Also, so ein Feuerwehrtyp, die meinte, wahrscheinlich ist die Kerze umgekippt und dann auf die Gardine, also die Gardine hat Feuer gefangen und da war so eine Schrägwand und dann hat sich das Feuer da so hochgefressen. Ja, ja. Und aber hundertprozentig können die das natürlich auch nicht sagen, das ist jetzt alles nur mal spekulativ. Hattest du denn, als du in dem Wohnzimmer warst, Alkohol getrunken? Nee. Warum hast du die Kerzen nicht ausgeblasen? Ich habe einfach nicht dran gedacht, ich wollte eigentlich nur kurz runtergehen und dann wieder hoch. Ach so. Und dann bin ich halt unten geblieben, ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht an die Kerzen. Und hast dann unten Cannabis geraucht? Ja. Und bist darüber eingeschlafen? Ja. Ist das Problem oder die Sache deinen Eltern bekannt, dass du ab und zu rauchst? Diese Sachen rauchst? Ja, mein Vater weiß es, meine Mutter nicht. Aber sie hat ja auch schon gleich so eine Vermutung, ne? Ja, ja, die ist nicht doof, die arbeitet auch mit Leuten, die... Also sie kennt sich da schon relativ gut aus, aber... Bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Oh weia, Christian. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich krass. Ja, und was anderes fällt mir da auch nicht zu ein. Ja. Jetzt wollen wir aber erstmal wieder das Positive sehen, dass du gesund bist und dass du lebst. Du hättest ja verbrennen können in dem Haus. Ja. Und das ist schon ein großer Trost, dass das jetzt so ist es nur in Anführungszeichen das Haus, aber du hättest ja auch schwerst verletzt sein können oder sowas. Ja, das hat die Ärztin auch gesagt, dass ich so Glück gehabt habe. Wahrscheinlich hast du das der Nachbarin zu verdanken, ne? Dass die auf jeden Fall, ja. Ja. So, jetzt ist natürlich klar, dass deine Eltern völlig geschockt sind. Ja. Völlig. Das ist ja wie jeder wäre geschockt, wenn das Haus abbrennt. Ja. Nur wird morgen ist wieder ein neuer Tag. Und dann werden die sich natürlich erstmal Gedanken machen. Wie ist das mit der Versicherung? Haben wir eine gute Versicherung? Dann werden die sich auch nochmal Gedanken machen, Gott sei Dank, dass der Junge lebt. Weißt du? Natürlich, heute Abend sind die Emotionen da übergekocht. Wahrscheinlich auch bei deinem Vater. Verständlicherweise auch. Verständlicherweise. Natürlich hast du Scheiße gebaut, da gibt's ja nichts zu reden. Aber es wird sicher nicht dazu führen, dass deine Eltern dich verstoßen. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Wie ist denn das Verhältnis zu deinen Eltern? Durchwachsen. Mal so, mal so. Also meiner Mutter auf jeden Fall besser als mein Vater. So, jetzt musst du morgen Kerl genug sein und morgen früh da hingehen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, das musst du machen. Das musst du machen. Du kannst dich jetzt nicht verstecken. Das sieht bestimmt jetzt noch furchtbarer aus als... Ja, aber das musste
damit musst du dich jetzt konfrontieren. Und sicher werden morgen früh deine Eltern auch da sein. Da werden, ja, da gehe ich schon aus. Ja, natürlich, da wird schon von der Versicherung oder weiß ich, da werden alle möglichen Leute sein. Ja, apropos Versicherung, ich habe Mordschiss, da habe ich mir jetzt auch schon meine Gedanken gemacht, wenn die da spitz kriegen, dass ich da unter Drogen stand, dass die dann womöglich am Ende noch nichts zahlen. Ja, aber du standst ja nicht unter Drogen, als es oben, also oben ja nicht, während das passiert ist. Du bist ja fahrlässig nach unten gegangen in dein Zimmer und was du, ja, ich kann das nicht juristisch beurteilen, aber es ist ja nicht währenddessen passiert, während du Drogen konsumiert hast. Ja, indirekt schon, oben ja, aber du bist ja nach unten gegangen und hast vergessen, die Kerzen auszumachen. Ja. Der Ärztin hat mich dann nämlich auch darauf angesprochen, warum ich so glasige Pupillen habe. Ja, also was ich auf jeden Fall an deiner Stelle machen würde, ist jetzt auf keinen Fall irgendwas rumlügen, irgendwas rumerzählen. Leg die Wahrheit radikal auf den Tisch. Ja. Denn sonst vertrackst du dich dann noch mehr rein und dann wird es noch schlimmer und noch schwieriger. Oh Gott, aber das werden die mir noch nie verzeihen, wenn ich bekifft das Haus abgefackelt habe. Das hört sich ja so schon so geisteskrank an. Dass ja, bekifft das Haus abfackeln heißt, dass man im bekifften Zustand Feuer legt. Das hast du ja nicht gemacht. Du bist ja im nüchternen Zustand bist du in dein Zimmer gegangen. Ich will das jetzt nicht schönreden, aber man muss es ja auch sachlich sehen. Und du hast einfach die Idiotie begangen und hast die Kerzen nicht ausgepustet oben. Das weiß jeder Siebenjährige, dass man jeder Siebenjährige weiß es und immer wieder passiert es. So, was du dann unten gemacht hast, das ist dann ein anderes Thema. Ja. Aber Christian, da musst du jetzt auch da hilft kein Wegducken oder Abtauchen. Da musst du jetzt dich konfrontieren. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe da mein ganzes Leben gelebt. Ich kann das noch gar nicht realisieren, dass das Haus jetzt nicht mehr da ist. Oder dass man da jetzt nicht mehr drin wohnen kann. Ja, das wird deinen Eltern genauso gehen. Wahrscheinlich ist es das Elternhaus einer von deinen. Nee, das haben sie gekauft. Ja. Ach so. Und die werden mich so töten. Da hängen so viele Erinnerungen dran. Ich mag da gar nicht dran denken. Ja, das ist grauenhaft. Das ist grauenhaft. Klar. Das wird kein Schlaf geben heute Nacht bei dir. Nee. Und natürlich wird deine Mutter sich auch morgen, sicherlich, wird sie sich morgen auch Gedanken machen, wo ist er denn jetzt und was ist los? Und Christian, du lebst und du bist nicht verletzt. Du könntest auch mit schwersten Brandverletzungen jetzt in einem Krankenhaus liegen. Man muss das immer so sehen. Das ist alles schlimm, was jetzt gelaufen ist. Aber dein Leben, du bist mit deinem Leben und deiner Gesundheit davon gekommen. Und das wird, wenn deine Eltern auch, wenn der erste Schock erstmal sich gesetzt hat, werden die das auch so sehen. Natürlich bleibt die Wut und der Zorn und zu Recht ja auch. Du bist 19 Jahre, da muss man auch sich auf dich verlassen können, dass du allein im Haus bleibst und Verantwortung trägst. Darüber müssen wir gar nicht reden. So. Ich weiß nicht, warum ich nicht vorher wach geworden bin. Ja, hinterher macht man sich immer Vorwürfe. Ich habe gestunken, die Augen haben eingetränt. Das ist so ein ekliger Geruch. Du hättest mit einer Rauchvergiftung, daran hättest du sterben können. Ja, da war zum Glück nichts. Ja. Jetzt musst du sehen, dass du dich durch die Nacht kommst irgendwie und geh morgen relativ früh dahin. Und steh dein Mann da. Jetzt musst du da durch. Wie deine Eltern jetzt auch sich entscheiden, aber du musst da hin. Und sag rigoros die Wahrheit. Ja, mir bleibt von nichts anderes übrig. Ich hoffe, das war alles nur ein bisschen Traum. Ja. So, jetzt beenden wir das Gespräch. Und ich hoffe, dass es sich einigermaßen irgendwie einrenkt zwischen dir und deinen Eltern wieder. Das wünsche ich dir wirklich sehr. Ja, okay. Gut. Lieber Christian, toi 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 für morgen früh. Ja, alles klar. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Jennifer. Jennifer ist 16. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Jennifer. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Mir geht's darum, dass ich morgen, also ja, Freitag, jemanden kennenlernen werde, den ich noch nie in dem gesehen habe, aber halt vom Foto her kenne. Und ich bin schon so mit dem zusammen und habe jetzt halt Angst, dass wieder irgendwas passiert, weil ich habe bei den letzten Gesprächen, also bei den letzten Treffen, ich habe den über den Chat, Viva-Chat kennengelernt, bei den letzten Treffen, Entschuldigung, da
ist immer irgendwas schiefgelaufen. Ich habe panische Angst, dass da wieder irgendwas schief läuft. Also es gab schon mal so eine Geschichte, da hast du dich mit jemandem getroffen und da ist was schiefgelaufen. Ja, genau. Und jetzt hast du Angst, dass das wieder passieren könnte. Ja, genau. Wie alt ist der Typ? 18. 18. Und wie lange chattet ihr schon miteinander? Sie haben eigentlich gar nicht mehr zusammen gechattet. Ich habe den auf Viva kennengelernt. Da gibt es einen Channel, Viva Chat heißt das. Ja. Und da habe ich den halt angeschrieben. Da kann man halt Leute anschreiben und halt dann mit Postleitzahl und alles drum und dran. Und dann habe ich den angeschrieben, dann hat er mir zurückgeschrieben. Ja. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Ja, und wie lange geht die Schreiberei jetzt schon so? Seit einer Woche. Ach so. War nur ganz neu. Ja. Und der wohnt bei dir in der Gegend? Nee, der wohnt in Oldenburg. Und wo wohnst du? Celle. Wie viele Kilometer sind das entfernt? 250 Kilometer, wow, ist doch weit, Mann. Ja, das ist schon sehr weit, aber ich hatte schon eine Fernbeziehung über 400 Kilometer. Du bist eine Schülerin, du wohnst zu Hause. Nee, ich wohne allein, habe meine eigene Wohnung, ich wohne allein und bin momentan nicht Schule und auch nicht Ausbildung, gar nichts von beiden. Ach so, wie kommt das, dass du schon eine eigene Wohnung hast? Das war so, ich habe früher von meiner Oma damals gelebt gehabt, bis zum 10. Lebensjahr. Mhm. Und als das dann halt so passiert ist, dass sie gestorben ist, 2000, weggezogen, habe ich ein Jahr bei meiner Mutter gelebt, aber meine Mutter und ich verstehen uns gar nicht. Mhm. Wir haben momentan haben wir ein gutes Verhältnis miteinander, aber auch nur, wenn wir uns jetzt mehrere Tage nicht sehen und dann vielleicht ab und zu mal sehen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche bei ihr bin, dann raufen wir uns und streiten wir uns. Ach so. Das geht gar nicht gut mit uns. Und wie lange hast du jetzt schon deine eigene Wohnung? Seit 3 Monaten. Und wie finanzierst du das? Ich finanziere das gar nicht, dass die Wohnung bezahlt, das ist halt der Landkreis und die Wohnung halt nur und ich muss halt die Strom- und Wasserkosten bezahlen, weil es das immer so ist. Ah ja. Und woher bekommst du so da das bisschen Geld, was du so brauchst, du für Strom, Wasser, Essen und so, wo kriegst du das Geld her? Das kriege ich vom Arbeitsamt, also ja. Ah, verstehe. Mhm. Und hast du denn einen Schulabschluss in der Tasche? Nein, habe ich nicht. Gar Ich habe meine Schule vorläufig, also ich habe sie abgebrochen vor 4 Monaten, weil ich nur noch in der Schule fertig gemacht wurde. Ich wurde zusammengeschlagen, ich wurde halt nur noch fertig gemacht und deswegen habe ich dann angefangen, also meine Klasse hat dann angefangen, mich noch weiter runter zu machen. Mhm. Und dann irgendwann habe ich meine Lehrerin Bescheid gesagt und die hat nichts gesagt, die hat schon gar nichts gesagt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so Leute, jetzt auf gut Deutsch, könnt ihr mich mal und tschüss. Und habe meine Sachen gepackt und bin gegangen, einen Monat vor dem Abschluss. Einen Monat vor dem Abschluss? Ja. Boah, Jennifer, das ist aber dumm gewesen. Ja, ich weiß, dass das sehr dumm gewesen ist. Ich bin auch früher immer weggelaufen und ja. Was wäre das für ein Abschluss gewesen? Ein Hauptschulabschluss? Ja, Hauptschulabschluss. Könnte man das noch auffangen, diese Fehlentscheidung? Ja, da gibt es so eine Art Schule, die heißt PACE oder so. Ich weiß auch nicht, was das so genau ist. Da soll ich jetzt nächstes Jahr hingehen. Und wie lange musst du dann da hingehen? So lange, bis ich bereit bin, einen Abschluss zu machen. Also so lange, bis das geht. Aber da hast du einen großen Fehler gemacht, glaube ich. Ja, wirklich. Auch wenn es schwer war, wenn die dich da gehänselt haben. Einen Monat hättest du noch ausgehalten. Dann hättest du das wenigstens schon mal in der Tasche gehabt. Das ist ja irre wichtig, weißt du ja. Ja, ich bereue das auch, dass ich das jetzt so gemacht habe. Also. Okay, aber das nächste ist schon angedacht und auch schon eingefädelt, dass du in diese genau, andere Schule. Genau. Und da geht es dann im Januar schon los, oder? Ich glaube, Januar, Februar ungefähr müsste das sein. Und bis dahin hängst du so rum? Ja, bis dahin versuche ich halt hier das mit meiner Wohnung alles auf die Reihe zu kriegen und halt mit meinen Betreuern und mit dem Arbeitsamt und mit meiner Mutter. Also, verstehe. Das musst du natürlich jetzt sehr vorsichtig und gut alles regeln, dass du nicht noch weitere Schwierigkeiten jetzt kriegst. Ja. Ne? Da musst du jetzt wirklich sehr, sehr aufpassen. Jetzt hast du schon einen dicken Fehler gemacht, nicht, dass noch ein Fehler passiert. Ja. Du hast eine eigene Wohnung, das ist ja schon mal toll. Und fühlst du dich in der Wohnung wohl? Ja, ich fühle mich wohl. Ich habe mich jetzt mittlerweile eingelebt. Super. Vorher natürlich, am Anfang war es natürlich ziemlich scheiße durch den ganzen Umzug. Und ist klar, aber dann ist das ja schon mal wichtig. Da hast du ein Zuhause und das Zuhause ist dann auch heilig. Ja, ich bin ja auch nicht alleine in meiner Wohnung, also von daher. Du bist nicht alleine in der Wohnung? Nein, ich habe ein Tier. Ach so, also, was für ein Tier hast du? Eine Maus. Eine Maus, ist doch süß. Ja. Und wie heißt die Maus? Flecki. Ja. Und die musst du immer umsorgen und füttern und auf Flecki aufpassen. Ich brauch Tiere um mich. Also wenn ich nicht alleine wohne, dann brauche ich auch Tiere um mich. Ja, das ist auch eine gute Einstellung, finde ich. Ja. So, aber jetzt zu unserem Thema zurückzukommen. Den Typ, den du kennengelernt hast und dass du Angst hast. Wo trefft ihr euch denn?
Wir wollten den Treffpunkt heute ausmachen. Also er wollte mich heute noch mal irgendwann in der Nacht anrufen, weil er immer so lange arbeiten muss. Er ist Kfz-Mechaniker und arbeitet halt nebenbei abends noch als Türsteher. Deswegen kann er erst spät immer anrufen und das wollten wir dann jetzt halt in den nächsten 2 Stunden ausmachen, wo wir uns dann treffen, weil ich will mich nicht erst mit ihm bei mir in meiner Wohnung treffen. Nee, auf keinen Fall. Das wollte ich mir jetzt gerade dir wirklich ans Herz legen. Triff dich mit dem irgendwo draußen, in einem Café oder irgendwo draußen. Ja, das ist ja das Problem. Also ich treffe mich halt mit den Leuten, mit dem letzten, mit dem ich mich in meiner Wohnung getroffen. Und da ist das nicht alles so glatt gelaufen, wie es eigentlich laufen sollte. Und deswegen habe ich ihn am nächsten Tag auch gleich wieder nach Hause geschickt. Darfst du auf keinen Fall machen. Du kennst ja überhaupt nicht, weißt ja nicht, was das für ein Typ ist. Und wenn der dich in deiner Wohnung in seiner Gewalt hat, können die schlimmsten Dinge unter Umständen passieren. Da musst du ganz vorsichtig rangehen. Ich wohne ja in so einem Haus, wo mehrere Leute wohnen. Trotzdem. Ja, schön vorsichtig, sehr langsam sich beschnuppern erstmal. Ich meine, es ist ja wirklich misslich, wenn aufgrund dieser Entfernung, da ist ja schon ein schlechtes Vorzeichen, finde ich. Du hast keine Kohle, du kannst nicht großartig hin und her fahren. Ja gut, er hat einen Job, er verdient was, dann könnte er dich besuchen. Aber geh doch einfach mal so dran. Ich meine, das ist ja so neu und so frisch, du hast ja gar nichts zu verlieren. Geh doch mal mit der Einstellung dran, ich treff mich mal mit dem Typen. Meine Einstellung ist aber immer negativ. Ich denke immer negativ, ich bin negativ. Und das sagen viele, dass ich meine Einstellung endlich mal ändern soll. Aber das ist nicht so einfach, wenn man schon... Klar, ich meine, in diesem Fall ist ja negativ vielleicht im Sinne von skeptisch auch gar nicht so schlecht. Geh doch einfach mal so hin und denkst dir, okay, wir beschnuppern uns jetzt mal. Mal sehen, wie der drauf ist. Wir trinken Kaffee zusammen. Ja, am meisten Angst habe ich natürlich, dass der irgendwas mit mir macht. Und weil ich habe das schon einmal hinter mir und ich will das nicht nochmal hinter mir haben. Und was meinst du, dass der was mit dir macht? Ja, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Das kriege ich nicht so über meine Lippen. Das ist schon einmal passiert. Ja, das ist auf jeden Fall schon einmal passiert und ich war das war dann auch ein halbes Jahr deswegen Therapie und dann habe ich die Therapie halt abgebrochen. Verstehe. Umso vorsichtiger musst du sein und umso vorsichtiger und umso eher solltest du dich wirklich auch ganz langsam an den annähern. Genau, und deswegen habe ich ja auch Angst, weil das eine Mal, wo der letzte hier gewesen ist, auch schon was passiert wäre und da habe ich dann aber Initiative gegriffen und habe mir das nächste gegriffen, spitze Ding, was bei mir in der Nähe lag und habe ihn damit bedroht. Verstehe. Ich habe gesagt, bis hier und ich weiter und wenn du jetzt noch weitergehst und tschüss, geht. Weißt du, Jennifer, eigentlich wäre ja viel klüger gewesen, wenn du dir irgendjemanden ausgesucht hättest in deiner Umgebung. Da ist die Chance ja viel größer gegeben, dass man sich wirklich ganz langsam annähert, dass man sich immer so draußen irgendwo trifft. Und, ja, das ist bei mir halt auch wieder so ein Problem, weil ich bin etwas stabiler gebaut und deswegen gibt es halt Jungs, die sowas halt nicht wollen oder die sowas scheiße finden. Die mögen ja nur immer die dranken und schlanken Frauen. Ja, und so. Ja. Also bleibt dir im Moment gar nichts anderes übrig, als vorsichtig zu sein. Vorsichtig zu sein und nochmals vorsichtig zu sein. Dich erstmal nicht bei ihm zu Hause zu treffen, dich nicht mit ihm bei dir zu Hause zu treffen. Vielleicht ist das ganze Ding schon erledigt, wenn du ihn einmal getroffen hast. Ich habe ja ein Foto von ihm. Ja gut, aber vielleicht magst du ihn auch gar nicht, wie er redet, wie er so drauf ist. Das Foto heißt ja auch noch nicht viel. Ja, ich telefoniere auch mit ihm und schreibe auch mit ihm SMS und so. Okay, gut, aber... Der reale Mensch ist immer das Beste überhaupt, um einen Eindruck von jemandem zu bekommen. Ja. Also ich kann dir wirklich, du hast es ja jetzt auch nur so angedeutet, dass da schon einiges passiert ist in deinem Leben. Ja, durch dieses einiges war ich auch schon schwanger gewesen. Ach du lieber Gott, ja. Ja. Was ist aus der Schwangerschaft geworden? Nichts, ich habe das Kind nicht bekommen. Und dadurch, dass das halt passiert ist, dass dieser Typ das halt mit mir gemacht hat, ich bin zu dem Jungen hingegangen und habe ihm das erzählt, dass ich von ihm ein Kind erwarte. Und auf jeden Fall gesagt, ich soll dieses Kind kriegen. Und ich habe gesagt, ich will kein Vergewaltigungskind. Ich habe das Wort jetzt einmal gesagt. Aber es wird das letzte Mal, ich will dieses Kind nicht haben. Und daraufhin hat er halt Schlägertypen auf mich angesetzt und hat halt mich zusammenschlagen lassen. Ich lag dann mit Rippenprellung und einer gebrochenen Nase und Kinn, also hier in den Wangenbereich alles geprellt und lag ich halt im Krankenhaus. Und hast dadurch dann das Kind auch verloren? Nee, das Kind war noch da. Da haben die Ärzte das dann gleich irgendwie mit eingefädelt, dass ich das dann gleich die Abtreibung stattfindet. Machst du dir da Vorwürfe? Wie Vorwürfe? Vorwürfe, dass du das Kind hast abtreiben lassen?
manchmal glaube ich, manchmal denke ich, ich hätte das Kind kriegen sollen, aber ich dann überlege ich wieder und denke, nee, das war die richtige Entscheidung. Mhm. Weil mit 15 Mutter zu werden, das ist nicht gerade toll. Weißt du, Jennifer, in der Situation, in der du warst, ich bin ja nur auch immer ein großer Befürworter, dass man das Leben schützen soll. Aber in dem Fall finde ich, das kann ich das auch verstehen. Und ich glaube, dass du dir da keinen Vorwurf machen musst. Du bist 16 Jahre alt und du bist Opfer eines Verbrechens geworden. Und ich finde, dann kann man das auch rechtfertigen. So, aber jetzt nochmal, umso wichtiger ist es nochmal zu sagen, dass du dich so sehr vorsehen musst. Triff dich, das ist wirklich mein erster Rat. Wenn du dich schon mit ihm treffen möchtest, triff dich nur in der nächsten Zeit immer außerhalb. Und lass dir ganz, ganz viel Zeit, dass du abtasten kannst, ob der Typ okay ist. Mhm. Und wenn der dich unter Druck setzt oder irgendwie Stress macht, geh weg. Geh weg, dann ist es nicht der Richtige für dich. Wenn er dann halt hier Freitag herkommt, dann nehme ich auch einen Kumpel mit. Also der kommt dann mit. Ja, genau. Ja, finde ich völlig, völlig legitim. Also du hast das Recht, alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die du für richtig hältst. Deswegen nehme ich ja auch einen Kumpel mit. Also, weil ich damals habe ich niemanden mit dabei gehabt. Und, genau. Ja, genau. So, jetzt gucke ich auf unsere Uhr. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile geredet. Mhm. Ich möchte aber trotzdem, weil da so viel passiert ist und du jetzt auch noch vielleicht ein bisschen unsicher bist, doch auch noch, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Ja. Ja? Also meine Bitte ist erstmal, alle Vorsichtsregister zu ziehen, die möglich sind. Ja. Dich nicht unter Druck setzen zu lassen. Ja. Und ich sag dir, du kannst daran erkennen, ob das ein toller Typ ist, ob der dich wirklich von Herzen auch beginnt zu mögen, wenn der dir gegenüber tolerant ist, wenn der dich eben nicht unter Druck setzt. Sobald er anfängt, irgendwie zu drängeln, vergiss es, dann ist es der Falsche. Ja? Ja, deswegen nehme ich ja meinen Kumpel mit. Mhm. So, Jennifer, jetzt legst du auf und Anja, meine Psychologin, ruft dich an. Alles klar, dankeschön. Alles Liebe, alles Gute, tschüss. Tschüss. So, meine lieben Freunde, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Schweigen. Das ist natürlich lustig, wir machen eine Telefon-Talkshow zum Thema Schweigen. Dann könnten wir eine Stunde hier sitzen und schweigen. Obwohl, ich habe mal an einem Experiment teilgenommen. Da saßen wir in einer Runde, das war Alfred Biolek, Günther Jauch, Arabella Kiesbauer, Bärbel Schäfer und ich. Und wir haben in dem Studio von Alfred Biolek, in dem er früher seine Sendung gemacht hat, haben wir Talker in einer Runde gesessen und nur geschwiegen. Das war schon sehr lustig. Und der Hintergrund war, das war eine Examensarbeit eines Studenten von der Fernsehhochschule hier in Köln, oder wie es genau heißt, weiß ich gar nicht. Und das wurde dann filmisch von Kameras, waren ganz viele Kameras, die uns immer ständig beobachtet haben, wurde das aufgezeichnet. Und das gibt es jetzt als Dokument einer Examensarbeit der Hochschule. Aber so soll es morgen nicht so sein, dass wir hier nur sitzen und schweigen. Nein, ich möchte mich gerne mit euch übers Schweigen unterhalten. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unter euch, der schon mal in einem Schweigekloster war. Würde mich sehr interessieren, mich dann mit dir darüber zu unterhalten. Dann möchte ich gerne mit Leuten reden, die gezielt etwas verschweigen müssen oder wollen, wie auch immer. Oder vielleicht lebt ihr auch mit jemandem zusammen, der aus medizinischen oder aus gesundheitlichen Gründen schweigt und nicht so sich äußern kann, wie das eigentlich normal ist. Und ihr wollt darüber gerne auch mit mir reden. Also, das Thema heißt morgen Schweigen. Ihr könnt rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de, oder ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen. Da sind ja unsere Leitungen schon geschaltet. Vielleicht lebt auch der eine oder andere von euch in einer Beziehung, in der nur noch geschwiegen wird. Ich finde das manchmal ganz schlimm, wenn ich irgendwie essen bin mit Freunden und am Nebentisch sitzt ein Paar. Und wir beobachten das Paar. Und irgendwann fällt uns auf, dass dieses Paar, was vielleicht schon sehr lange zusammen isst, aber nichts sagt. Und dann geht eine Stunde hin, zwei Stunden hin, vielleicht sogar noch länger, und die schweigen fast nur. Also vielleicht lebt ihr auch in einer solchen Beziehung und findet das gar nicht so toll und habt Lust, mit mir darüber zu sprechen. Morgen ist das Thema bei uns Schweigen. So, jetzt geht es weiter mit Yvonne. Yvonne ist 31. Guten Morgen, Yvonne. Guten Morgen. Hallo, Yvonne. Was ist denn dein Thema? Weswegen hast du mich angerufen?
Also mein Thema geht eigentlich um die Defizite, die man hat, wenn man unter bestimmten Umständen aufwächst. Also es gibt ja so Sachen, dass man Vertrauen lernt, Zuneigung zuzulassen, Mitgefühl, wie dein Thema gestern zum Beispiel. Ja. Und, das ist jetzt sehr abstrakt. Sag mal konkret, ich vermute mal, dass du von dir sprichst, wie du aufgewachsen bist. Ja. Was ist also ich bin die ersten 4 Jahre bei meiner Oma aufgewachsen, weil meine Mutter mich nicht haben wollte. Mhm. Dann hat sie einen neuen Mann kennengelernt und war dann auch von dem schwanger, hat mich zurückgeholt. Meine Aufgabe da war eigentlich, meine Schwester großzuziehen und den Haushalt zu machen, bis mein Stiefvater dann meinte, er müsste mich missbrauchen. Was dann auch so lange anging, bis ich schwanger von ihm war, wo es dann erst aufgefallen ist, weil der Frauenarzt halt Anzeige erstattet hat. In welchem Alter fängt das an, der Missbrauch? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich nicht in der Schule, also noch nicht in der Schule war. Ja. Und ja, es muss also irgendwann nach 4 gewesen sein, zwischen 4 und 6. Ja. Ja, und schwanger war ich da mit 17. Und das ging die ganze Kindheit und Pubertät über? Ja, genau. Dazu war meine Mutter noch Alkoholikerin, also ich kenne sie überhaupt nicht nüchtern. Die Mutter hat von dem Missbrauch über all die Jahre nichts mitbekommen? Sie sagt, sie hat es nicht mitbekommen. Hat er dich missbraucht? Was vorstellbar ist, wenn man darüber nachdenkt, aber sie sagt, sie hat nichts mitbekommen. Ist es zu diesen sexuellen Kontakten gekommen, während deine Mutter in der Wohnung war? Nee, immer wenn die, nee, das hat er nicht gemacht. Also entweder wenn sie arbeiten war oder er hatte dann einen Job als, also in so einer Turnhalle als Hausmeister, dann hat er mich halt immer dahin bestellt, dass ich ihm angeblich helfen soll. Und ja, meine Mutter hat mich halt immer gelassen. Und dann wurdest du mit 17 von dem Stiefvater schwanger? Ja. Und dann? Ja, dann kam halt diese Anzeige mit meiner Mutter und musste damit zum Jugendamt. Also die Aussage bekommen, dass sie sich von ihm scheiden lassen muss, sonst hätten ich und meine Halbschwester hier weggenommen. Also da hast du dann Alarm geschlagen und hast gesagt, hast du... Ja, ich hab's nur also ich hätte alleine den Mut nicht gefunden, wenn ich nicht so einen tollen Frauenarzt gehabt hätte. Und dem hast du dich anvertraut? Ja, in dem Moment, wo ich gehört habe, ich bin schwanger, wusste ich von wem. Also es konnte, ich hatte keinen anderen sexuellen Kontakt. Ja, und das hast du dem gesagt, dem Frauenarzt? Genau, dann bin ich zusammengebrochen und er hat dann halt gefragt und dann habe ich es ihm halt erzählt. Mhm. Und dadurch ist etwas in die Gänge gekommen, auch im juristischen Sinne? Ja, auch im juristischen Sinne. Also er ist dann angeklagt worden. Mhm. Ich musste auch vors Gericht und ja, er hat natürlich abgestritten und was ich sehr abstrakt fand, war, dass er mit einer neuen Freundin kam, die auch 2 kleine Töchter hatte. Also was heißt klein? Also ich war damals 17 und die waren vielleicht so 14, 15. Mhm. Und die neue Freundin ist vor Gericht voll auf mich losgegangen und hat mich beschimpft, wie ich sowas sagen könnte. Hat er denn in der Zwischenzeit sich deine Mutter von ihm getrennt? Ja, sie musste sich scheiden lassen von ihm. Mhm. Also wenn sie sich nicht hätte scheiden lassen, dann wäre meine Halbschwester weggekommen. Ja, und ich ja sowieso. Also ich hatte, also das Jugendamt hat dann das Sorgerecht für mich übernommen. Weil sie ihre Aufsichtspflicht definitiv verletzt hatte. Und wenn sie sich nicht hätte scheiden lassen, hätten sie meine Halbschwester auch noch weggenommen. Zu was ist dieser Mann verurteilt worden? Ja, dadurch, dass das im Osten anfing und das kurz nach der Wende war, hat das Gericht damals gesagt, also es gibt irgendeine Klausel, was im Osten anfängt und hier im Westen vor Gericht kommt, dann wird irgendeine Strafminderung gegeben und insgesamt nur zu 5 Jahren. Das heißt, also nach 3,5 kann er bei guter Führung raus. Ja. Oder er ist wahrscheinlich schon raus. Ja, er ist dann ja auch schon raus. Ja. Ist ja schon ziemlich lange her, das Ganze. Du bist jetzt 31, habe ich gesagt, ja. Ja. Mhm. Also, definitiv. Also ist auf jeden Fall für das, was er mir angetan hat, nicht gerechtfertigt. Natürlich nicht. Gewesen. Ja. Natürlich nicht. Gott im Himmel, was... Das ist ja unermesslich. Ist es ja. Ja, aber so sind die Gerichte halt. Und vor allem für das, was... mein Leben prägend gemacht wurde. Also es gibt ja, so wie ich schon gesagt habe, dieses Mitgefühl zeigen, Zuneigung zulassen, zu zeigen, wenn ich jemanden mag. Mhm. Was dadurch, dass ich es nicht gelernt habe, also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mich im Arm genommen hätte und hätte mir gesagt, dass sie mich lieb hat. Das kenne ich halt nur dadurch, dass ich es bei meiner Halbschwester gesehen habe. Mhm. Fällt es mir halt schwer, es selber weiterzugeben. Natürlich. Ich bin ja auch Mutter. Bitte? Ich habe es am Anfang total... die Schwierigkeiten gehabt, wenn andere Leute im Raum waren, ja, zu zeigen, dass ich mein Kind liebe. Also ich liebe es und das ist überhaupt nicht die Sache, aber es war für mich... Das hatte ich gar nicht verstanden. Du bist Mutter. Ja. Mhm. Und als ich sie bekommen habe, ja, hatte ich am Anfang die Schwierigkeit, dass wenn jemand anders mit im Raum war, mhm,
mein Kind, also halt zu zeigen, dass ich mein Kind liebe, es auf den Arm zu nehmen, also wie es die Mütter halt so machen. Sondern es war zwar im Raum und es war auch in meiner Nähe, aber ich hatte halt immer noch diesen gewissen Abstand dazu. Hat sich das heute verbessert? Ja, definitiv. Ja. Also das machen die Kinder dann schon von alleine. Die kommen dann, die kochen auf ihre Rechte. Ja. Und, lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen? Nein, den habe ich verlassen. Hast du diesen Mann geliebt? Ja. Konntest du mit diesem, wie alt warst du, als du den Mann kennengelernt hast? 22. Da war das alles ja noch gar nicht so lange her. Nee, war nicht. Konntest du diesen Mann nach all dem Grauen, das dir angetan wurde, auch sexuell begehren? Auf meine Art und Weise ja. Also es gibt gewisse Dinge, die ich nicht tue, den Sex betreffend, aufgrund dessen, dass mich das sofort daran erinnert. Was ich mache, mache ich, weil ich es in dem Moment möchte. Also es ist halt auch tagesformabhängig. Es gibt Tage, da mache ich das eine und dann am nächsten Tag mache ich es schon nicht, weil ich halt dazu nicht die Lust habe. Aber er wusste die gröbsten Dinge, also von meiner Kindheit auf jeden Fall, und hatte dafür auch Verständnis. Ja. Also er wusste nicht alles, aber er wusste schon, dass die Sache passiert ist an sich und dass es dadurch Sachen gibt, die ich nicht tue. Ja. Das, was du tust und was du nicht tust, ist ja das eine. Und das andere ist, was du empfindest. Kannst du Sexualität in einem bestimmten Maß oder Rahmen genießen? Ich denke nicht wie normal aufgewachsen. Also dadurch, dass ich an das Thema Sexualität ja ganz anders dran geführt wurde, habe ich mit Sicherheit Defizite in dieser Beziehung. Ja. Also ich habe zwar einen gewissen Rahmen Spaß am Sex, aber ich denke, ich kann mich nicht richtig fallen lassen. Ich habe immer dieses Bedürfnis, mich nicht völlig ausgeliefert zu fühlen. Ja. Und das ist halt dieses Fallen lassen. Wenn man sich fallen lässt, dann vertraut man ihr 100%. Ja, natürlich. Und das ist das, was ich definitiv nicht habe. Ich habe trotzdem, wenn es der richtige ist, Spaß daran, im gewissen Rahmen. Offensichtlich lebst du jetzt in einer Phase, wo du keinen Partner hast, kannst du auch gut auf Sexualität verzichten. Kann ich, ja. Ich mache das schon 3 Jahre. Ja. Hast du denn nach all dem, was geschehen ist, hast du damals, als du dann aus diesem Martyrium rausgekommen bist, hat man dich in ordentliche psychologisch-therapeutische Hände geleitet? Also ich hatte vom Jugendamt dann so einen Psychologen, glaube ich, oder Therapeuten, ich weiß nicht mehr genau. Allerdings hatte ich da das Problem, dass es erst mein Mann war, was ich schon sehr merkwürdig fand, und der gerne diesen Satz genommen hat, dass er mich versteht. Und das ist eine Sache, wo ich auf dieses Thema bezogen sehr allergisch reagiere. Weil wenn man nicht drin gesteckt hat oder es nicht miterlebt hat, kann man mich nicht verstehen. Nee. Nein, das also kann man kann nicht. Vielleicht versuchen, da Verständnis aufzubringen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, es war auf jeden Fall scheiße. Aber dieses, ich verstehe dich und ich weiß, wie du dich fühlst, das sind so Sachen, die ich in diesem Zusammenhang sehr albern finde. Ich glaube ja sogar, dass man, selbst wenn man sehr sensibel versucht, sich hineinzudenken, es ja nicht mal ermessen kann, was für ein Leid das ist. Nicht mal im Entferntesten. Ja. Also es sind auch so Sachen, warum, also mein Freundeskreis, den Festen, den ich habe, die wissen zwar so diese Eckdaten, dass meine Mutter halt Alkoholikerin war und dass mein Vater mich missbraucht hat, aber die wissen halt gar nicht dieses, wie lange, dass ich von ihm schwanger war, dass meine Mutter, also dass ich eigentlich mit Schläge aufgewachsen bin, dass ich keine Zuneigung von meiner Mutter bekommen habe, dass sie mit Sicherheit was davon gewusst hat, aber geschwiegen hat, aus welchem Grund auch immer. Hast du heute noch Kontakt mit deiner Mutter? Nein. Also ich hatte, als ich dann mein Kind bekommen habe, kurz danach nochmal Kontakt, weil man stellt sich ja ständig die Frage, warum. Warum es einen getroffen hat oder warum derjenige es gemacht hat oder warum meine Mutter nicht reagiert hat oder wie auch immer. Und habe dann eigentlich Kontakt aufgenommen, weil ich auf diese Fragen Antwort haben wollte. Hast du eine Antwort? Aber nicht bekommen. Hast du keine bekommen? Also meine Mutter hat es dann damit abgewogen, dass wir hätten ja beide Fehler gemacht. Und damit war die Sache für sie durch, obwohl ich mir dann überlege, welche Fehler ich als Kleinkind gemacht haben kann, dass sie da wirklich... Absolut, ja. Und mir kann das auch kein Mensch erzählen, dass seine Mutter das über so einen langen Zeitraum nicht merkt. Das glaube ich nicht. Ja, selbst der Richter hat damals gesagt, dass er es nicht glaubt. Aber man kann, wenn sie sich damit schützt, also ich weiß auch nicht, warum sie selbst vor Gericht noch gelogen hat, aber
Ja. Wahrscheinlich auch, um sich selbst etwas vorzulügen, um dieser Katastrophe nicht in die Augen zu schauen, diese Schuld, die sie auf sich geladen hat. Ich glaube noch nicht mal, dass sie in irgendeiner Art und Weise Schuld dafür empfindet, weil als das alles offiziell wurde und die Leute es mitbekommen haben, hat sie ja noch nicht mal zu mir gestanden, sondern hat mir noch die Schuld gegeben, dass ich von ihm trennen musste, dass im Endeffekt meine Halbschwester auch noch in ein betreutes Wohnen musste. Also da hat selbst die mir dafür noch die Schuld gegeben. Hat nicht mal versucht, bei sich irgendwas zu suchen. Das hast du mir gerade erzählt, dass du ganz wenigen Menschen so von, also im Detail erzählst, was früher passiert ist. Was hat dich bewogen, hier bei mir anzurufen? Mit diesem Mitgefühl bin ich also der Meinung, dass was man nicht lernt, kann man auch nicht weitergeben. Ach, durch unser Thema gestern. Ja, für die Leute sieht das dann immer sehr kalt und herzlos aus. Also wenn dann halt so Situationen sind, wo eigentlich Mitleid angebracht wäre und ich das aber nicht kann, weil aber du könntest das drastisch sehe oder es nicht kenne, dann sehe ich an den Reaktionen der Leute, dass sie schon sehr erschrocken sind oder halt denken, oh mein Gott, ich habe kein Herz oder aber wie alt ist sie denn oder bla 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 und wissen eigentlich gar nicht, dass ich da völlig das Defizit habe. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Mein Kind. Dein Kind, das habe ich jetzt auch erwartet, dass du das sagst. Ja. Wenn deinem Kind irgendetwas geschieht oder geschehen würde, hättest du Mitgefühl und Mitleid? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja hey, das ist doch schon ganz toll, dass, dass die Störung eben da rein, in diesen Bereich nicht hineinreicht. Oder dass du es überwunden hast. Am Anfang war es ja etwas verspannter, das Ganze. Das ist doch schon. Ja, aber da müsste schon was Drastisches passieren. Also wenn mein Kind hinfällt und das Knie blutig hat, dann gibt es bei mir auch nur den Spruch, bis sie heiratet, ist es vorbei. Also da, so eine Kleinigkeit, habe ich selbst gar kein Mitgefühl. Aber wenn sie jetzt, weiß ich nicht, Autounfall hätte oder so, dann natürlich, klar, sie ist mein Ein und Alles und sie ist eigentlich der einzige Grund, warum ich noch wacker durchs Leben laufe. Ich würde dir gerne jetzt gleich am Anfang, für den Anschluss unseres Gespräches, das Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Weil ich glaube, du bist damals an einen nicht guten Psychologen geraten. Jedenfalls hat er es nicht richtig gemacht und hat sich nicht adäquat dir gegenüber verhalten. Vielleicht könntest du ja, ich weiß das nicht, das musst du entscheiden und vielleicht auch nochmal im Gespräch mit meiner Psychologin genauer erörtern, vielleicht doch nochmal einen neueren Anlauf unternehmen, vielleicht auch bei einer Frau. Ja, da habe ich schon drüber nachgedacht, aber ich denke, dass es ist ja danach immer noch irgendwas passiert. Also ich sage ja mal, jedes Fettnäpfchen, was man trifft, trete ich zweimal rein. Dass ich die Befürchtung habe, dass wenn ich mich dieser Prozedur aussetze, es mir so den Boden und den Füßen nur wegreißen würde. Verstehe. Dass mein Kind davon Schaden nehmen würde, weil ich Das ist mit Sicherheit ein Argument, das muss man auch sehr ernst nehmen. Ich würde aber gerne, dann wäre das auch auf einer fachkundigeren Ebene, wenn du das vielleicht mit meiner Psychologin besprechen würdest. Ja, kann ich machen. Ja. Dann danke ich dir für deine offenen Worte, Yvonne, und wünsche dir und deinem Kind, deiner kleinen Familie, ihr seid ja eine kleine Familie, von Herzen alles Liebe und alles Gute, und die Entscheidung, die du jetzt triffst, die wird dann auch für dich und dein Leben richtig sein, davon bin ich überzeugt. Und du mach weiter so. Dankeschön. Du wirst von Anja zurückrufen gleich. Tschüss. Okay. Tschüss. Und hier ist Bianca. Bianca ist 22. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Bianca. Was ist dein Thema? Ja, ich traue mich nicht, meinem Partner mich nackt zu zeigen. Warum? Ja, ich bin halt noch nicht gerade die Dünnste. Wie? Beschreib dich. Wie viel wiegst du? Wie groß bist du? Ich bin 1,70 und wiege 122 Kilo. Ja. Ist ein bisschen moppelig. Ja. Kann man so sagen. Okay, ja. Aber wie lange seid ihr zusammen? Ja, mit ihm bin ich jetzt 3 Monate zusammen. Ja, es fing halt auch an mit meinem Ex-Partner. Wie lange hat das gehalten? Wir waren ein halbes Jahr zusammen. Und alles im Dunkeln? Ja, anfangs war bei ihm nicht. Ja. Erst als er dann anfing zu sagen, ich werde zu dick, ich müsste abnehmen. Und ach, das hat er gesagt. Obwohl er dich auch schon dick kennengelernt hatte. Genau. Ja, und dann. Und der jetzige Partner, ja, er sagt zwar, er liebt mich so, wie ich bin, aber ich habe ja trotzdem Angst,
dass das vielleicht trotzdem mal auseinandergeht. Mhm. Aber Sexualität lebt ihr schon miteinander? Ja, ich mache das dann so, also wenn ich halt weiß, dass er von der Arbeit aus nachher kommt, dass ich dann immer so ein Nachthemd anziehe. Ja. Ja, ist halt so ein knallrotes Nachthemd, was ja dann auch erotisch sein kann. Mhm. Ja. Und es ziemlich schummrig lässt alles oder gar abdunkelst oder wie? Ja, ich habe ja ein kleines Nachtlicht, was ich an der Steckdose habe, was ich anmachen kann, dass ja. es nicht ganz dunkel ist. Ja. Aber ja. Aber es ist alles schon ein bisschen verspannt dann für dich, ne? Ja. Der ist wahrscheinlich. Weil, wenn er mich dann auch an der Brust anfasst oder am Bauch, das kann ich dann irgendwie nicht haben. Mhm. Ja, ich sag's ihm dann aber auch nicht so, aber. Ich meine, er merkt halt das schon. Also er hat ja schon mal gesagt, dass er nicht so lieb, wie ich bin. Aber davon gehe ich auch aus, sonst hätte er sich ja gar nicht auf die Beziehung eingelassen. Ja. Ne? Das ist ja ganz klar. Ihr seid so frisch zusammen und er hat dich so kennengelernt, wie du bist, dass er nun nicht auf die Bodenstangen steht. Mhm. Ne? Ja, ich war ja auch schon beim Hausarzt, weil ich ja selbst jetzt auch abnehmen möchte. Ja. Aber wie findest du dich denn, wenn du dich nackig im Spiegel anguckst? Kann ich gar nicht. Das finde ich ekelhaft. 22 bist du? Wie lange geht das schon so mit dem Übergewicht? Ja, es hat halt so mit der Pubertät angefangen. Mhm. Mit 12 und dann, ja, es hat immer mehr geworden. Ja. Und, ja, ich habe halt schon mal öfters versucht abzunehmen, aber der Grund ist, dass du dich einfach falsch ernährst und zu viel futterst. Ja, ich habe ja dann schon mal meine Ernährung umgestellt, aber dann kam wieder irgendwo ein Rückschlag und ja. Wo das dann wieder nicht geklappt hat und ja, mein Hausarzt hat mir halt auch gesagt, mein BMI liegt halt bei 42, was dann schon als krankhaftes Übergewicht zählt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Hausarzt, was hat er gesagt? Ja, dass mein BMI, also der Body Mass Index, bei 42 liegt. Body Mass Index, ah ja. Mhm. Genau, und dann, ja, das halt schon als krankhaftes Übergewicht zählt. Mhm. Und ja, ich habe aber eine kleine Tochter, die ist jetzt 4,5 Monate. Mhm. Und ja, wo ich dann auch schon selbst sage, dass ich abnehmen möchte. Also weißt du, Bianca, abgesehen jetzt von deiner Scham, dich dem Freund zu zeigen, wo ich auch nochmal sagen muss, der wird einfach auf etwas füllige Frauen stehen, sonst hätte er sich gar nicht in dich verliebt. Mhm. Aber was ich viel gravierender finde, ist einfach immer der gesundheitliche Aspekt und der Aspekt, wenn man sich selbst nicht sehen mag. Das sind die beiden Hammerargumente, dass man abnehmen muss. Ja, ich will es ja auch. Ich schaff's einfach nicht. Naja. Wie oft ich hier schon mit Frauen, oder auch Männern, nicht nur mit Frauen, mein Gott, auch mit Männern gesprochen habe, die das auch so sagen wie du, ich schaff's nicht. Aber, Bianca, ich habe auch schon mit Frauen und Männern hier gesprochen, die haben irre Leistungen hingelegt, indem sie irgendwann wirklich eine Entscheidung getroffen haben und es dann durchgezogen haben. Ja. Noch vor kurzem hatte ich eine Anruferin. Die hat von heute auf morgen entschieden, ich will nicht mehr. Und hat ihre Ernährung radikal umgestellt. Ja. Und hatte unglaublich viel, ich weiß gar nicht wie viel, das war beeindruckend viel. Innerhalb von einem halben Jahr schon oder von einem Jahr runter abgenommen. Ja, würde ich auch gerne. Dann erübrigen sich die anderen Probleme auch mit dem Nacken zeigen. Oder vor allen Dingen mit dem Nacken sich selbst angucken. Ja. Ich weiß natürlich nicht, dann wäre ich ein schlauer und reicher Mann wahrscheinlich, wenn ich die absolute Formel wüsste, wie man gut verträglich schnell abnimmt. Das weiß ich nicht. Ja. Aber was ich weiß, ist, dass das absolut mit Disziplin zu tun hat. Und mit der inneren Einstellung, der Haltung. Nur so schafft man das. Ja. Mach es für deine Gesundheit, mach es für dein Kind. Ja, mach es nicht in erster Linie für deinen Partner, das ist, du bist wichtig, du. Ja, ich habe schon immer gesagt, ich möchte nur abnehmen, wenn ich es auch wirklich will. Mhm. Und ich will es ja, ich habe es ja schon öfters probiert und dann war wieder irgendwas, dann. Mhm. Und wenn ich halt zum Arzt gehe, also zu meinem Hausarzt, der sagt dann auch nur, ich soll Sport machen, aber. Mhm. Machst du nicht? Machst du gar nichts? Also mein Hausarzt, also ich an Sport oder was? Ja, genau, machst du gar keine sportlichen Geschichten. Ja, ich gehe jeden Tag mit meiner Tochter spazieren, aber das ist ja nicht wirklich sportliche Betätigung. Nee, das ist zwar ganz gut von der Bewegung, aber das reicht noch nicht aus in dem Fall. Da müsstest du dir schon irgendwas überlegen.
da fängt es ja schon an. Da könntest du doch einfach mal rangehen nach dem Motto, was interessiert mich am ehesten? Ist es Schwimmen? Ist es Laufen? Ist es Gymnastik? Ja, muss halt auch irgendwas sein, wo ich halt meine Tochter mit hinnehme. Genau, was verträglich ist für dein Leben, was dir einigermaßen Spaß macht, wo du die Tochter mit irgendwie einbinden kannst und so. Mhm. Und da wird es was geben, da bin ich ganz sicher. Irgendwas wird es geben. Ja. Und das wäre der erste Schritt, damit einfach anzufangen. Ja, da muss natürlich auch was sein, was halt preislich günstig ist. Weil auch preislich sind, klar. Aber keine Ausreden. Es gibt irgendein Ding wird's geben, was für dich passend ist. Mhm. Das wäre der erste Schritt. Und ja. der sofort darauf folgende ist natürlich die Ernährung. Mhm. Du bist natürlich auch ein Vorbild für dein Kind. Wie alt ist dein Kind jetzt, sagst du? 4,5 Monate. Ja gut, das ist noch ganz klein, aber irgendwann wirst du ein Vorbild sein für dein Kind. Auch im Sinne der Ernährung. Und du willst ja nicht, dass dein Kind auch übergewichtig wird, dass es schon als Kind übergewichtig wird. Ja, das will ich auf keinen Fall. Deswegen möchte ich ja auch abnehmen. Ich glaube ja sogar, dass du vielleicht sogar aufgrund dessen, dass du Mutter bist, vielleicht in einer etwas besseren Position bist, weil du noch mehr Motivation kriegst, nämlich es eben auch für dein Kind zu machen. Ja. Und das kann einen ja dann doch schon ganz schön antreiben, etwas zu verändern. Ja, ich habe ja auch sowieso, dadurch, dass ich halt schwanger war, dass ich auch wirklich mich mit der Ausbildung halt, dass ich die noch gemacht habe, zu Ende gebracht habe und alles. Dass ich halt sagen kann, ich habe eine Ausbildung und ja, aber meine Tochter ist auch zwischen den Prüfungen. Ja, siehst du, das zeigt mir, dass du Willensstärke hast. Ja. Wenn du schwanger warst, du bist mit dem Mann nicht mehr zusammen. Das heißt, das heißt, da gab es auch sicher emotional große Krisen und Konflikte. Mhm. Und hast deine Schule, deinen Abschluss gemacht. Das ist doch schon mal was. Da kann man doch mal stolz drauf sein. Ja, bin ich auch, weil ich hatte auch gar keinen einzelnen Tag für die Prüfung gelernt, weil ich da irgendwie jedes Mal so müde war und habe die Prüfung alle bestanden. So, Gratulation. Und das ist wirklich, Hut ab. Und das ist eine Grundlage, finde ich, auf der du weitermachen kannst. Ja. Weißt du, wenn du jetzt mal erzählt hättest, alles ist irgendwie immer schiefgelaufen, hättest du es, auch dann geht es, aber dann hättest du es schwieriger, dann wäre es schwerer. Aber jetzt mit diesem Hintergrund glaube ich, dass du dich da auch selbst noch ein bisschen mehr antreiben kannst, nach dem Motto, das habe ich geschafft, jetzt schaffe ich den nächsten Schritt auch. Ja. Mann, Bianca, ich würde so gerne in einem Jahr wieder mit dir reden oder in einem halben Jahr. Und dann sagst du, ich bin die Bianca von damals. Ich habe 30 Kilo runter. Das wäre doch schon mal was. Ja, ich habe mir auch schon gesagt, also so mindestens 50 Kilo will ich auf jeden Fall abnehmen. Ja, die ersten 10 sind wahrscheinlich die schwierigsten. Ja. Sag ich mal so als dünner Mensch, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja. Liebe Janka, ich drücke dir die Daumen. Ja. Geh es an, geh es mit voller Kraft und voller Kanne an. Ja. Und dann wirst du es auch schaffen, ich bin sicher. Für dich, für dein Kind. Ja. Alles Liebe. Ja, okay, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, Freunde, nochmal der Themenhinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Schweigen. Möchte gerne mit Leuten reden, die gezielt etwas verschweigen müssen oder wollen. Die vielleicht in eine Beziehung leben, wo nur noch geschwiegen wird. Oder die mit jemandem zusammenleben, der aus Krankheitsgründen schweigt oder sehr wenig sagen kann. Und mit jemandem, der in einem Schweigekloster vielleicht war. In der Technik, heute Nacht bei uns, Uwe Petersen. Morgen 1 Uhr Radio S Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss.